Guten Morgen, ihr Lieben. Wir starten jetzt gleich. Wir warten noch einen kurzen Moment, bis sich die Zuschauerzahl ein bisschen erhöht hat. Und dann geht's los hier in der verlassenen Fabrik. So, ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen schönen Samstag. Es ist kaum zu glauben, draußen schneit es. Es ist richtig kalt, mir frieren die Hände ein und trotzdem, wie versprochen, Lost Place Live heute ein bisschen früher. Eigentlich war 10 Uhr geplant, aber die öffentlichen Verkehrsmittel waren heute relativ zügig, was mich wirklich gewundert hat. So, ich bin hier in einer verlassenen Fabrik. Dieses Ding hier ist riesengroß. Wir werden jetzt eine Stunde hier bestimmt unterwegs sein, bis ich euch so alles gezeigt habe. Wir starten hier im Hauptgebäude. Hier war damals irgendwie, keine Ahnung, der Haupteingang, die Geschäftsstelle oder was auch immer. Ich bin hier in der ersten Etage. Wie ihr sehen könnt, wurden hier wieder die Geländer geklaut. Hier gibt es aber wirklich einige richtig schöne Graffitis, muss ich ehrlich sagen, auch da unten. Ne? Deshalb starten wir jetzt einfach durch, Leute. Der Empfang sollte eigentlich ganz gut sein hier. Wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und liken. Gerne auch abonnieren und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. So, draußen ist ein bisschen Schnee, nicht viel, so ein bisschen schneit es gerade. Ne? Aber so ist das halt im Herbst. Ne? Hier so eine schöne alte Badewanne, schaut mal. Ja, zur Info. Wer diesen Ort hier erkennt, den möchte ich bitten, es nicht in den Chat zu schreiben. Orte werden nicht genannt. Bevor ich das live beende, werde ich euch erzählen, was hier damals in dieser Fabrik hergestellt wurde. So, wir gehen mal runter. Obwohl, nee, Moment, wir gehen erstmal hier lang. So. Ich sag euch, Leute, das Ding hier ist echt riesengroß. Hier gibt es auch ein Dach, da gehen wir auch gleich hoch. Hier ist noch so eine Badewanne, eine schöne kleine, da würde ich gar nicht reinpassen. Viel zu klein. Ja, draußen ist es nur ganz leicht am Schneien. Das ist auf der Kamera gerade gar nicht zu erkennen. Wenn es etwas kräftiger wird, sage ich euch natürlich Bescheid. Dann zeige ich euch das mal. Das sind jetzt so ein paar Flöckchen. Hat vor 10 Minuten leicht angefangen. Das liegt aber auch tatsächlich an der Kälte. Wird eh nicht lange dauern. Dann ist das wieder Regen. So. Dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt durchstarten. Können wir noch einmal nach oben gucken, wo wir gerade waren. So. So, ich würde sagen, wenn wir eh einmal hier in dem Gebäude sind, gehen wir erstmal aufs Dach. Ne, dann haben wir das nämlich geschafft. Moment, ich hole mal eben die Lampe raus. So, und los geht's. Oh Leute, das ist so kalt. Das ist echt der Hammer. Hoffentlich friert mir meine Kamera nicht ein. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Gestern war das so komisch warm, jetzt ist das wieder so kalt. Irgendwie ist das merkwürdig, das Wetter. So. Also das hier ist eine alte Fabrik in Nordrhein-Westfalen. So, Moment, ich muss mich mal eben bücken. Ja, Leute, was hier hergestellt wurde, werde ich euch erzählen, bevor ich das live gleich beende. Und nochmal der Hinweis, wer dieses Gebäude erkennt. Ja, es ist ganz, jetzt hat es aufgehört, es ist immer noch ganz leicht. So ein paar Flöckchen kommen immer mal runter. So Leute. Hier sind wir hier oben auf dem Dach der Fabrik. Ja, guten Morgen zurück. Diese Fabrik ist riesengroß. Wie gesagt, wer den Ort erkennt, bitte keine Ortsangaben machen. Boah, ja, es ist ja echt der Hammer, wie kalt das geworden ist. Also Wahnsinn.
So, Leute, nochmal ein Blick für euch auf das Treppenhaus. Und dann gehen wir mal in die Fabrik wieder rein. Dann ist mir einfach zu kalt. Hab dann erstmal jetzt einen kurzen Einblick aufs Dach bekommen. Und wenn ich nicht aufpasse, dann kriege ich einen aufs Dach, denn hier ist es ziemlich eng in dem Treppenhaus. So. So. Moment. Alter Falter. Die machen hier gibt es natürlich auch, wie sollte es auch anders sein, ziemlich viel Vandalismus. Ne, es gibt halt Leute, die lernen es komischerweise nie. Ne? Und wie gesagt, wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und liken. Das ist ganz wichtig. So. So, danke für die Geschenke, Leute, fürs Teilen, fürs Folgen. Und bitte weiter teilen. So. Dann gehen wir jetzt in die Fabrikhallen rein. Und zum Schluss zeige ich euch dann das Bürogebäude. Das ist das hier. Da gehen wir zum Schluss rein. Jetzt gehen wir erstmal ganz geschwind in die Fabrik. Das ist echt, das Ding ist wirklich groß, Leute. Und das Lustige ist, auf dem Weg hierhin, ich bin heute mit der Straßenbahn und mit dem Zug und sowas gefahren. Und auf dem Weg hierhin zu dieser Fabrik habe ich direkt ein neues Lost Place entdeckt. Ne? Ein ganz altes Ding. Das werde ich mir morgen mal angucken. Heute habe ich keine Lust. Wenn ich hier fertig bin, fahre ich nach Hause. Dann bin ich nämlich eingefroren. Dann muss ich erstmal wieder auftauen. Ne? Weil das ist so kalt, das hätte ich gar nicht gedacht. Da hätte ich mich noch wärmer angezogen. So. Schaut euch das an. Guten Morgen zurück. Der Empfang sollte heute relativ gut sein. Ich hoffe, dass TikTok die Störung, die in den letzten Tagen war, jetzt mal behoben hat. Ne? Bevor ich hier gerade mit euch live durchgestartet bin, habe ich erstmal einen Speedtest gemacht. Der ist sehr gut verlaufen. Ne? Ich suche mir immer den tiefsten Punkt, um dann den Speedtest zu machen. Und der war ganz gut. So. Also eins muss ich euch sagen, hier gibt es richtig schöne Graffitis. Das ist der absolute Hammer. Hier steht eine Tür auf. Wo geht die hin? Aha, die führt in den Hof. Okay. Natürlich mal wieder alles zugewachsen. Hier gibt es was Leckeres zu naschen. Lecker. Habe ich hier im Angebot. 1 Kilo, 1 Euro. Heute ist Samstag, heute ist Flohmarkttag. So, wir machen weiter. So, schaut euch das an. Also ich habe das so, ich liebe es, Leute. Es kann noch viel größer sein, ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Was ich nur schön finden würde, ist, wenn diese ganzen Randalemacher mal aufhören würden, hier alles kaputt zu machen. Wenn nämlich hier noch die Fenster wären, dann wäre das hier drinnen auch nicht so kalt, Leute. Ne? Aber eins ist hier ganz klar, hier gibt es richtig schöne Graffitis. Das ist echt eine schöne Location, Leute. Wer das heute verpassen sollte, hier das Live, das gibt es morgen bei YouTube. Den Link gibt es in der Bio. Und Kurzvideos gibt es auf TikTok dann zu sehen. Hier Junkies? Ne, hier habe ich keine gesehen. Hier trifft man aber tatsächlich viele Sprayer an, die hier die Wände verschönern. Einige von denen habe ich tatsächlich schon kennengelernt. Ich war ja schon mal hier vor ein paar Wochen. Die wollten nicht gefilmt werden, aber die haben schöne Graffitis gemalt, wie ihr hier sehen könnt. Ne? Ich weiß ja, wo die genau gesprüht haben. Und ich muss euch ehrlich sagen, sowas gefällt mir. Denn wenn die sich Mühe geben, dann finde ich das richtig schön. Und das ist immer noch besser als diese ganzen Bekloppten, die hier alles kurz und klein schlagen. Ja,
Also Türen gibt es hier wie Sand am Meer, kann ich euch sagen. Das Video auf TikTok war richtig toll mit dem Bunker. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe schon einige Bunker besucht, aber der letzte Bunker letzte Woche, der war einfach der beste, weil der einfach nicht zerstört war, man noch richtig gut aussah. So. Gehen wir mal die Treppe hoch. Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir die Heizung mit. Ne, Leute, das ist echt heute richtig schön kühl. Ich meine, ich habe da nichts gegen, ich liebe den Winter. Von mir aus kann es noch kälter werden, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass der Winter ausfällt und jetzt ist er ja doch da. Aber der wird nicht lange bleiben, habe ich das Gefühl. Ja. Ist ja absolute Wahnsinn hier. Eine richtig schöne Location, Leute, schöne Graffitis. Ach, was ist denn da noch? Da haben wir ja auch noch was. Ich habe sowieso schon wieder so einiges übersehen, als ich das letzte Mal hier war. Aber tatsächlich, Leute, man kann auch gar nicht alles sehen. Das ist einfach so. Dafür ist die Location einfach zu groß. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so Graffitis findet, was ihr davon haltet. Also ich persönlich finde es schön, wenn sie schön sind. Gibt natürlich auch wieder so sinnloses Gekrakel, ganz klar, wie das hier. Sowas ist schwachsinnig, aber wenn man sich Mühe gibt, finde ich das gar nicht schlecht. Das Traurige ist ja auch, diese Fabrik hier steht schon seit 30 Jahren leer, Leute. Warum die Städte sowas einfach nicht weiter nutzen und alles so verkommen lassen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da oben ist der Dacheingang, da waren wir ja gerade. Danke fürs Folgen. Leute, wenn euch das live gefällt, dann bitte teilen und liken. Ja, das kann schon sein. Ja, Geld kostet alles, das ist wohl wahr. Und es kostet ja alles immer mehr. Wird alles immer teurer. Ja, und meine Pfoten sind gleich weggefroren. Jetzt muss ich mal eben so wechseln. Alter Falter. Eine super Fabrik, sage ich euch. Eine Fabrik, die nie enden will. Ne, das finde ich immer am allerfaszinierendsten, wenn es einfach nicht aufhört. Ne? Man kann laufen, laufen, laufen. Und sie will einfach nicht enden. Mein Gott, das war bestimmt damals mal so ein Parkplatz. Es ist immer noch ganz, ganz leicht ein bisschen am Schneien. Das sieht man zwar nicht, Leute, aber es sind immer so ein paar Krümel, die runterkommen. Wäre schön, wenn es mal ein bisschen kräftiger schneien würde. Aber nee, lieber nicht, weil ich muss ja auch wieder nach Hause, ne? Sonst fällt Bus und Bahn wieder aus. Ihr wisst ja, ne? Wenn bei der Deutschen Bahn eine Schneeflocke auf der Schiene liegt, dann geht nichts mehr. Dann kriegen die nichts mehr gebacken. Also dann lieber, wenn ich zu Hause bin, ein bisschen Schnee. Ich sag euch, Leute, Türen und Treppenhäuser hat die Fabrik wie Sand am Meer. Boah, hier in dem Tunnel ist es wärmer als in der Halle selber. Oh, da ist eine Tür zu. Mal gucken, ob wir da weiterkommen. Ich
habe zum Glück meine Klinke dabei. Wenn nur die Klinke fehlt, ist das kein Problem. Danke fürs Folgen. Wieso ist denn das so nass hier? Ah ja, hier tropft es. Moment. Die Tür hier, die geht aber auch gar nicht richtig auf. Müssen wir außen rum. Habe ich mir schon wieder gedacht. Die ganzen Vandalen. Das macht nichts, Leute. Es gibt immer zwei Wege. Also hier läuft man mehr auf Glasscherben als auf dem Boden. Das ist schon echt der Hammer. Hier waren mal richtig schöne Fenster drin. Ist der Teppich oder Fliesen? Du hast recht, hier ist ein Teppich. Ja, das stimmt. Das ist ein Teppich, Leute. Das ist schon echt der Hammer, dass hier damals in der Fabrik Teppich lag. Aber ich finde das übrigens gut. Ne? Dann ist der Boden nicht so kalt. Ne? Denn auf so einem gefliesten Boden hat man natürlich dann auch schnell kalte Füße. So, jetzt gehen wir da rum, da sind wir auch da drin, wo wir eigentlich jetzt hin wollten. Ihr kennt das ja immer, es führen immer zwei Wege nach Rom, nicht nur einer. So, da hinten sind wir gerade reingekommen, jetzt gehen wir einfach hier lang und dann sind wir auch schon drüben, da, wo ich eigentlich jetzt rein wollte. So, dann nutzen wir doch einfach mal den Schleichweg hier. Hier liegt übrigens auch Teppich. Finde ich gut. Teppich ist immer gut. So. Herrlich. Danke für die Geschenke. Danke fürs Folgen, Leute. Wenn euch das live gefällt, bitte teilen. Alle Wege führen nach Rom. So ist es. Ja, nächstes Mal nehme ich... danke für die Wärmflasche. Die kann ich gerade gut gebrauchen. So, jetzt hoffe ich aber, dass diese Tür hier offen ist. Ja. So, jetzt sind wir dann hier drinnen, weil da vorne, die ging ja gar nicht auf. Aber ich sag euch, Leute, rein kommt man immer. So, dann könnt ihr nämlich diese Halle hier auch mal sehen. Boah, Leute, ist das kalt. Mein Gott, Walter. So. Boah, kehr. Danke für die Geschenke, Leute. So. Wir gehen mal weiter. Hier ist schon wieder eine Tür. Zu, egal, außenrum. Sowieso immer erstaunlich, warum die Tür zu ist. So. Das war mal eine Toilette, das kann man ja unschwer erkennen, ne? Leider auch hier wieder ziemlich viel Vandalismus. Ja, Leute, das hier ist eine riesengroße Fabrik. Ich habe euch ja auch angekündigt, dass es groß wird. Eigentlich wollte ich erst um 10 Uhr heute starten, aber ja, ihr müsst bei mir immer damit rechnen, dass es entweder eine halbe Stunde früher losgeht oder eine halbe Stunde später. Ich habe mich echt gewundert heute Morgen. War aus der Haustür raus, da kam direkt alles, was ich brauchte, kam angefahren. Ich musste gar nicht lange warten. Das ist selten, aber... Ne? Es kommt halt vor. Ne? Weil ihr wisst ja, ich muss ja immer erstmal fahren. Ne? Von Stadt zu Stadt. Das ist halt immer so ein bisschen, ne? Geht nicht von heute auf morgen, aber es geht. Nordrhein-Westfalen ist groß und es gibt viel Lost Place zu sehen. Nächste Woche bin ich wieder mit dem lieben Micha auf Tour. Und mit Lost Place Live gehe ich auch auf Tour nächstes Wochenende am Samstag. Da gibt es auch wieder schöne Locations. Lasst euch überraschen, Leute. Das Wochenende ist immer das Beste. Da gibt es die besten Locations zu sehen. In der Woche gibt es das auch, aber eben weniger. Ne, heute ist das die einzige Location. Aber nächste Woche wird es bestimmt wieder ein oder auch zwei geben. Vielleicht drei, mal schauen. Aber zwei wird es hundertprozentig geben. Live-Anfragen. Und wenn euch das live gefällt, Leute, bitte teilen und liken.
Guckt euch das mal an. Die Graffitis hier, die sind richtig schön. Ne, nicht vergessen, Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich live gehe. Den Kanal gerne abonnieren, darüber freue ich mich auch. Hier ist schon wieder ein Treppenhaus. So. So, Leute. Ich sag euch, ich kann hier laufen, ohne aufzuhören. Hier, das geht hier einfach, das hört nicht auf. Man kann hier laufen, Leute. Das sah vom Dach jetzt vielleicht eben ein bisschen klein aus, aber man kann da oben, glaube ich, gar nicht alles sehen. Diese Fabrik hier ist riesengroß. Und da kommen noch einige schöne Graffitis. Aber das, der einzige Vorteil ist, wenn es so schön kalt ist wie heute, dann hat man in diesen Locations seine Ruhe. Das finde ich natürlich gut. Ne? Und die Krawallmacher, die liegen nämlich jetzt zu Hause im Bett, denen ist das zu kalt. Die kommen dann wieder im Sommer, wenn es warm ist. Ja, ich glaube, das könnte der Fahrstuhl gewesen sein, oder? Was meint ihr? Ja, das war der Fahrstuhl, Leute. Da ist er ja sogar. Nur die Türen sind eben nicht mehr da. Ja, hier ist der Fahrstuhl. Die haben sogar die Fahrstuhltüren haben sie hier rausgerissen. Nicht nachvollziehbar sowas. Kriegst du Kilometergeld? Ja, das wäre geil, ne? Das wäre richtig geil. So ein bisschen Kilometergeld, das wäre schon nicht schlecht. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt gehen wir da lang. Da waren wir gerade. Hier zeige ich euch aber noch hier. Hier gibt es noch das Badezimmer. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Und nochmal ein schönes Graffiti. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. So, hier waren damals die Duschen. Also die Waschräume. Alles alt, Leute. Die Fabrik steht seit 30 Jahren leer. Vor 30 Jahren sah alles noch anders aus. Ne? Toiletten, Duschen, aber auch leider hier wieder viel Vandalismus. Mein Gott, Walter. Wer bringt mir denn von euch mal jetzt eine Heizung vorbei? Aber bitte eine warme. Mein Gott. Alter Falter. Guckt euch das mal an hier. Wieder so ein schickes Graffiti. Die Künstler, die das hier gemalt haben, habe ich kennengelernt, Leute. Richtig nette Jungs sind das. Sie wollten nicht gefilmt werden, kann ich verstehen. Ne, man weiß ja leider nicht, wer alles so zuguckt. Aber richtig gut. Man gibt sich Mühe, finde ich gut. Und vor allen Dingen, die machen keine Randale. Die kommen, die sprühen und gehen wieder. Bloß nicht den Ort, nee. Hier werden keine Orte genannt. Die Fabrik muss geschützt werden, Leute. Es gibt zu viele Bekloppte, die immer wieder alles kaputt machen. Ihr seht ja hier, gibt es ja auch ohne Ende Vandalismus. Fensterscheiben zerstört. So, jetzt suchen wir mal, jetzt gehen wir mal eine Treppe tiefer, ne, würde ich sagen. Ein Treppchen nach unten. Machen wir uns mal auf Richtung Bürogebäude. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Ne, also das ist falsch. Nein, also das, da wollte ich jetzt nicht hin. Dann gehen wir hier lang. Ich finde das erstaunlich. In manchen Hallen haben die Teppiche verlegt, ne, und hier irgendwie Holz. Ein Holzparkettfußboden. Also Mühe gegeben haben die sich, ne? Muss ich sagen. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Ich glaube, hier waren wir jetzt noch nicht. Oder waren wir jetzt schon hier? Mal eben gucken. Das ist mittlerweile echt so verwirrend. Ne, hier waren wir, glaube ich, ne? Jep, hier waren wir. Dann gehen wir da hinten rum. Dann müssen wir da lang.
tatsächlich, als ich das erste Mal hier war vor ein paar Wochen, habe ich mich hier in dem Ding verlaufen. Aber nicht schlimm. Irgendwann findet man auch hier den Ausgang wieder. Ja. Zum Glück musste ich hier jetzt hier nicht wieder krabbeln. Diesmal war der Eingang ein bisschen größer. Ja, und mir tut nicht wieder der Rücken tagelang weh. So, jetzt gehen wir ins Bürogebäude, Leute. Hier ist das übrigens. Das ist das Bürogebäude. Hier haben die Chefs damals gesessen. Ja, aber du findest hier immer raus. Ne? Die Fabrik ist riesengroß, aber du findest immer den Ausgang. Irgendwann, wenn du 6 Kilometer gelaufen bist, dann hast du es hinter dir. Dann findest du auch den Ausgang wieder. Dann einfach immer das Bürogebäude im Auge behalten. Das ist das Höchste und da ist auch der Ausgang. Ich sag euch, Leute, wenn die Fenster hier noch drin wären, dann wäre ich nicht so eingefroren. Es ist eisig kalt hier drin, ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Guckt euch das mal an hier. Feuerschutztüren, richtig schön dick. Musste diese Fabrik auch tatsächlich damals haben. So, Leute. Also ich werde euch jetzt mal sagen, hier wurden damals Textilien hergestellt. Also das war damals mal so eine Textilfabrik. Vor knapp 30 Jahren, guten Morgen Micha aus Los Place Santa Cruz. Dem lieben Micha von der Lost Place Hunter Crew bitte einmal folgen. Mit ihm gehe ich nächste Woche auf Tour. Nächsten Samstag. Da gibt es wieder schöne, richtig geile Locations zu sehen. Der macht auch sehr schöne Videos. Schaut es euch mal an. Ein richtig netter. Macht Spaß mit ihm. So, hier war damals also die Büros. Ihr seht ja, hier ist auch viel zerstört. Ne? Nein, das ist nicht in Wuppertal. Und nochmal, Orte werden nicht bekannt gegeben. Leute, bitte haltet euch da dran, um die Orte zu schützen. So, schaut euch das mal an. Mal aus der höheren, da oben waren wir übrigens eben, da ist der Eingang zum Dach. Oh, schaut mal, seht ihr das? Da oben fliegen die Kanada-Gänse. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Wenn die fliegen, die hört man schon Kilometer weit, die unterhalten sich beim Fliegen. Finde ich gut. Vielleicht nehmen die mich gleich mit. Bin ich schneller zu Hause. So. Mein Gott, Walter. So. Leute, Leute, Leute. Sag ich dir. Schade, 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 ne, dass immer wieder alles kaputt gemacht werden muss. Ja, und wenn euch das live gefällt, bitte nicht vergessen, teilen, teilen, teilen und liken. So. Feuerschutztüren. Gut, aber für eine Textilfabrik ist das normal, ne, dass es so schöne, dicke Feuertüren gibt. Schade ist halt, dass dieses Gebäude seit 30 Jahren jetzt leer steht. Für mich nicht nachvollziehbar, wie sowas sein kann. Ja, meine ich ja. Ja, stimmt, hast du recht, Kraniche. Ich sag da immer Kanada-Gänse zu. Die sehen für mich alle gleich aus, aber recht hast du, es sind Kraniche, richtig. Naja, ich denke mal, bei einigen von euch landet ja so eine Gans bald auf dem Weihnachtsteller, ne? Bei mir gibt es keine Gans, bei mir gibt es Sauerbraten. Den liebe ich an Weihnachten. So, Leute. Oder so ein schönes Gulasch. Nee. Aber am Heiligen Abend gibt es erstmal ein schönes Lost Place. Am Vormittag gehe ich nochmal auf Tour. Und dann wird erstmal Weihnachten in Ruhe gefeiert. So. Hier ist jetzt der untere Teil des Bürogebäudes. Danke für die Geschenke, danke fürs Folgen. Wenn euch das live gefällt, Leute, bitte teilen. Mein Gott, ich spüre gerade so meine Hände gar nicht mehr. Hoffentlich fällt mir nicht gleich das Handy aus der Hand. Ist einfach nur schade drum, ne? Auch um dieses traumhaft schöne Gebäude. Denn schlecht ist das tatsächlich nicht. Mein Gott, Walter.
Was haben die nur aus diesem schönen Gebäude gemacht? So. Die Fenster, die mal oben waren, die liegen alle hier. So. Ach ja, da oben sind sie wieder. Da sind sie. Also das hier, finde ich, ist einer der geilsten Hallen mit den geilsten Graffitis. Ja, das Gebäude selber ist tatsächlich noch sehr gut. Wenn man oben auf dem Dach laufen kann, dann reicht das eigentlich auch schon aus. Aber ihr seht ja die Zerstörung, die Fenster, die Türen. Ne, die haben hier sogar die Deckel geklaut. Nicht nachvollziehbar sowas. Ich habe für sowas absolut kein Verständnis. Freund von Graffiti, ja. Also Graffitis, wenn sie schön sind, habe ich ja gesagt, gerne. Kein Problem. Aber diese sinnlose Zerstörung werde ich wohl irgendwie nie verstehen. Ja, wenn jetzt... Ja, kommen die gleich... Der Micha, Lost Place Hunter Crew, dem könnt ihr gerne folgen, mit dem bin ich nächstes Wochenende wieder auf Tour. Da besuchen wir Lost Place Live, mit ihm gehen wir dann zusammen auf Tour. Das wird einen schönen Samstag nächstes Wochenende. Ich denke mal so nächsten Samstag, so ab 12 Uhr, Leute, vorher nicht. So 12, kurz nach 12 geht es dann los. Und dann schauen wir uns schöne Locations an. Was genau, lasst euch überraschen, es wird spannend. Und morgen gibt es auch Lost Place. Ich weiß aber morgen noch nicht wann. Ich kündige das aber dann circa 2 Stunden vorher an. Hier ist auch noch mal so ein schönes Graffiti. So. Nee, nicht Micha Santa Crew. Lost Place Hunter Crew. Ich glaube, Santa Claus hat jetzt keine Zeit, Leute. So, jetzt hier nochmal einmal so ein Schwenk. Jawohl, da freut sich der Micha. Wird jetzt mal einen Augenblick etwas dunkler. Wir gehen mal eine Etage tiefer und hoffen, dass der Empfang stabil bleibt. So, Leute. Hurra, hurra. Wir sind im Erdgeschoss. Ach, hier ist übrigens der Fahrstuhl, den ich euch eben von oben gezeigt habe. Hier haben sie auch die Türen geklaut. Nicht nachvollziehbar sowas. Ich bin in einer verlassenen Textilfabrik in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Diese Fabrik hier steht jetzt seit circa 30 Jahren leer. Damals wurden hier Kleider hergestellt für viele verschiedene Geschäfte. Also ich weiß nicht, was es so alles vor 30 Jahren schon gab. Aber ich glaube nicht so viel wie heute an diesen ganzen Discountern wie heute der Kick und wie die nicht alle heißen. Hier haben die auch schon wieder mal versucht, ein Feuer zu legen. Man lernt es einfach nie. Aber ich glaube, manche Leute, die sind unbelehrbar. Die werden es einfach nie lernen. Hier braucht man keine Angst zu haben, Leute. Na, ich kann natürlich, klar, es gibt Leute, die sind ein bisschen ängstlich, denen rate ich dann auch, hier nicht alleine rumzulaufen. Aber ich gehe tatsächlich immer, wenn ich das Haus verlasse, was heißt gehe, ich nehme dann Pfefferspray mit. Aber tatsächlich, Leute, musste ich es noch nie einsetzen, weil alles, was ich bis heute
in den Locations hier mal entdeckt habe, waren nette Leute, waren Sprayer, die hier schöne Graffitis gemacht haben oder eben andere Lost Placer. Bis auf zweimal. Da habe ich einmal Feuerteufel in einer anderen Location entdeckt. Die haben gerade versucht, einen Supermarkt anzuzünden. Und dann war ich mit dem lieben Micha auf Tour. Da haben wir in einer verlassenen Schule Feuerteufel erwischt, die gerade die Turnhalle in Brand gesetzt haben. Ne? Aber ansonsten immer nette Leute. Kann man also nicht anders sagen. Wirklich schöne, richtig schöne Location, Leute. Das Einzige, was ich nicht so schön finde, ist, das ist so kalt heute, dass ich spüre gar keine Hände mehr. Ich habe die Handschuhe. Hätte ich das heute Morgen gewusst, ich dachte eigentlich, das ist ja so wie gestern. Gestern war das so, ja, so ein Schmuddelwetter aus Regen und Wärme, und heute Morgen stehst du auf, da ist es so kalt. Das ist schon echt manchmal der Wahnsinn. Da könnt ihr mal sehen, der Herbst macht, was er will, ne? Ich vermute mal, dass hier damals auch so eine Art Büro war. Ja, mich stört das nicht. Ich mag den Winter tatsächlich. Ne? Nur leider, ne, bin ich nicht immer so richtig vorbereitet darauf, weil das Wetter jeden Tag anders ist. Haben sie auch schon wieder versucht zu kokeln. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ja. Also ich bin jetzt seit einer Stunde hier und bis jetzt ist mir hier noch niemand entgegengekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass die alle noch im Bett liegen. Alles zu kalt. Ne? Ja, und dann habe ich heute tatsächlich, Leute, ne, für alle die das jetzt noch nicht wissen, auf meiner Fahrt hierhin eine neue Location entdeckt. Nur so ganz zufällig aus dem Augenwinkel. Ich dachte, was ist denn das da hinten? Ja, ist auch ein Lost Place. Das merkt man natürlich schon sofort. Ich habe da mittlerweile ein Auge für. Wenn ich morgen Lust habe und es mir gut geht, fahre ich dahin und gucke mir das an. Und dann werde ich euch die natürlich auch zeigen. Ne, den Eingang habe ich auch schon gesehen. Ne, der Straßenbahnfahrer wollte zwar nicht anhalten, nein, ja, aber er hält da in der Nähe. Also das fand ich schon richtig gut. Man muss tatsächlich, wenn man auf Lost Place Tour ist, immer mal so ein bisschen die Augen aufhalten. Manchmal entdeckt man neue Locations einfach nur, indem man mal ein bisschen aus dem Fenster guckt und sich nicht permanent mit dem Handy beschäftigt. Denn wenn man sich die Leute so in der Straßenbahn anguckt, die sind ja nur mit ihrem Handy zugange, so entdeckt man nichts. Einfach mal ein bisschen aus dem Fenster gucken, dann entdeckt man die schönen Locations. Ne? Und dann gucke ich mir das morgen an und dann zeige ich euch das, sofern morgen noch ein Reinkommen möglich ist, wovon ich eigentlich ganz stark ausgehe. Ja, hier ist so ein Rolltor. Ich denke mal, hier war früher die Anlieferung. Ja. So, Leute, Live-Anfragen nehme ich keine an. Notbremse ziehen, ja, nee, das brauche ich nicht. Also die 100 Meter, die Haltestelle dort entfernt ist, die werde ich wohl auch noch schaffen. Ich laufe hier schon Kilometer durch so eine schöne, große Fabrik. Der liebe Micha kennt übrigens die Fabrik hier schon. Ich war ja mit ihm hier und habe ihm die gezeigt. Eine richtig schöne Location.
Ne, manche kann man ruhig mehrmals besuchen. Man wird trotzdem nie alles gesehen haben. Das schafft man einfach nicht. Dafür ist es zu groß. Eingänge gibt es hier wie Sand am Meer. So, da muss ich auch mal hin für eine Fotoshoot. Ja, das kannst du gerne machen. Wenn du Lost Place machst, mach das Plus weg, wenn auch nicht geschehen. Schreib unter einem meiner Videos, dann können wir uns gerne mal austauschen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kennst du die Location ja auch schon. Ich weiß es nicht. So. Bin da geschützt. Danke. Ja. Ja, lieber Micha, nächstes Wochenende machen wir uns wieder einen schönen Samstag. Dann schauen wir mal die nächsten schönen Locations. Lost Place wird es immer geben, Leute. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Das wird niemals enden. Einige Lost Places sind ziemlich heiß. Ja, das ist richtig. Es gibt leider auch... Moment mal, hier ist ja noch so ein Badezimmer. Habe ich doch richtig geguckt jetzt, ne? Jo, hier, schaut mal. Hier ist noch so eine Art Bad oder Toiletten. Ne, hier. Hier waren damals die Duschen. Oder die Toiletten, wer weiß das schon. Ist ja leider nicht mehr so richtig zu erkennen. Ja, ich glaube, hier waren die Toiletten. Ja. Danke fürs Folgen. Ja, lieber Micha, ich weiß. Da, wo du aus Versehen gestürzt bist, zum Glück ist ja nichts passiert. Da habe ich eben mit meinem Live begonnen und da werde ich auch gleich das Live beenden. Das ist die beste Kulisse, um dort Musikvideos zu drehen. Das habe ich heute Morgen schon gemacht. Könnt ihr euch auf meinem TikTok-Kanal mal angucken. Manchmal spiele ich ja auch ein bisschen verrückt und drehe dann mal ein paar geile Videos. Was muss, das muss. Ich mache ja nicht nur Lost Place, sondern auch Musik und das gehört halt dazu. Da hinten ist, wie heißt er nochmal, SpongeBob oder so ähnlich. Ne? Mein kleiner Neffe, der guckt die Serie gerne. Ich habe es noch nie geguckt. Ich bin ja jetzt nicht ein Freund von vielen Zeichentrickfilmen. Manche sind schön, aber so den hier, ja, wem es gefällt, ja, warum denn auch nicht. Ne? Ja, und morgen werde ich dann mal schauen mit dieser anderen Fabrik oder was das auch immer ist, was ich da heute zufällig entdeckt habe. Und dann bin ich mal gespannt. Ja, wenn ich hier heute fertig bin, geht es direkt wieder nach Hause. Es ist mir einfach zu kalt heute Morgen. Und so, ich hoffe, ihr könnt hier noch was sehen. Hier ist es jetzt ein bisschen dunkler. Traurig, dass es so viele verlassene Orte gibt. Ja, auch für eine Art klar, es ist traurig, man hätte aus diesem Gebäude ja hier noch was machen können, anstatt es 30 Jahre leer stehen zu lassen. Auf der anderen Art, wenn es sowas nicht gäbe, könnten wir euch das einfach auch gar nicht zeigen. Das ist einfach nur mal so. Ne? Denn wenn es die Orte nicht gäbe, gäbe es kein Lost Place. Ne? So Leute, jetzt gehen wir mal zur Eingangshalle. Das hier ist eine alte, verlassene Textilfabrik in Nordrhein-Westfalen. Steht seit 30 Jahren leer. Wusste ich auch nicht, haben mir die Anwohner erzählt, die hier in der Ecke wohnen. Mit denen habe ich mich ja unterhalten. Die haben mir dann halt erzählt, dass das Gebäude seit 30 Jahren leer steht. Und haben mir dann auch gesagt, dass hier die Jugendlichen wohl immer Randale machen. War ja auch wirklich nicht anders zu erwarten. Das ist ja leider immer so.
Mittlerweile habe ich halbwegs den Dreh raus hier, wie man hier wieder aus dem Gebäude rauskommt. Aber beim ersten Mal, das war hier wirklich lustig, den Ausgang wieder zu finden. Draußen bellt ein Hund, wuff, wuff. Ein bisschen wuff, wuff am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Was ist das hier eigentlich? Haben wir das hier schon gesehen? Was ist denn das hier? Ich glaube schon wieder ein Badezimmer, ne? Boah, Leute, ich spüre meine Hand nicht mehr. Boah, Wahnsinn. Boah, hier drin ist es etwas wärmer. Aber hier waren auch mal die Toiletten, nicht? Ja, ja, hier waren die Toiletten. Nein, also paranormale Untersuchungen oder so ähnlich mache ich gar nicht. Das machen andere. Ich mache nur Lost Place und Musik. Ansonsten so PUs, das ist nicht mein Fall. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt auch gar nicht aus. Ne? Und ich sage auch mal so, man muss ja nicht immer alles machen. Ne? Man hat sein Hobby. Und da sollte man dann auch bei bleiben. So Leute, hier ist jetzt wieder die Haupthalle. Das ist einer der, die ich tatsächlich am besten finde. Weil hier ist eine Location, hier kann man die geilsten Musikvideos drehen. Ist tatsächlich nur zu empfehlen, das hier zu machen. Ne? Hier sind schöne Graffitis, schaut euch das an. Eine richtig prima Location. Und einfach gut geeignet, um hier Musikvideos zu drehen. Einfach richtig geil. Ich gehe noch mal hoch mit euch, bevor ich mich hier gleich von euch verabschiede für heute. So. Ist auch nichts für schwache Nerven hier. Haben sie nämlich die Geländer geklaut. Hier alles weg. Einfach schade sowas. Aber weil diese Halle ist einfach traumhaft schön. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, oh Mann, da würde ich mich nie hinstellen. Das kann ich echt auch verstehen. Da muss man schon echt wenig Angst haben, um das dann auch nicht zu machen. Da unten war übrigens damals der Haupteingang. Der ist natürlich zu. Wäre ja auch schön, wenn der Haupteingang mal immer offen wäre. Nein, man muss sich halt immer einen Schleichweg suchen. Hier war mal eine Toilette. Hier eine Dusche und eine Badewanne. Das Lustige ist, Leute, schaut mal, hier Badewanne, hier Fenster und gegenüber, herrlich, ne? Sitzt du in der Badewanne, da können die Leute direkt von da in die Badewanne schauen. Das ist natürlich richtig lustig, ne? Es sei denn, es war mal ein Vorhang hier dran oder ein Rollo, was ich eigentlich gar nicht glaube, weil das würde man sehen. Und das waren auch jetzt keine Milchfenster, das kann man immer noch erkennen. Das hier ist eine alte Textilfabrik in Nordrhein-Westfalen. Das Gebäude steht seit 30 Jahren leer, Leute. Das muss man sich mal vorstellen. 30 Jahre. Nicht nachvollziehbar. Und hier waren mal richtig schöne, schicke Lampen drin. Das könnt ihr immer noch sehen. Leider auch hier alles kaputt gemacht. Da hinten hängt sogar noch eine Glühbirne. Eine 30 Jahre alte Glühbirne. Aber alles das, was natürlich erreichbar ist, ne, haben sie nachher hier alle kaputt gemacht. Einfach schade. Nicht nachvollziehbar sowas. Aber trotzdem eine richtig geile Location. Das ist einer der schönsten Locations, die ich bis jetzt gesehen habe, was die Graffitis angeht. Ich vermute tatsächlich, dass hier damals die Eingangshalle war.
Und nochmal die Badewanne für alle, die es eben nicht gesehen haben. Danke fürs Folgen. Das ist schon wirklich eine richtig schicke Location, Leute. So, jetzt habt ihr alles gesehen von der Fabrik. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden und mich mal auf den Weg in die Barmer Straßenbahn machen. Ja, ob es morgen eine Lost Place gibt, weiß ich noch nicht. Ich denke aber schon. Morgen dann aber, denke ich mal, ein bisschen später so. Ich muss erstmal ein bisschen ausschlafen morgen und ich denke vielleicht so 10, 11 Uhr oder 12. Lasst euch überraschen, ich werde 2 Stunden vorher hier auf meinem Kanal Bescheid geben. Wo ich natürlich hinfahre, werde ich nicht verraten, um ungebetene Gäste fernzuhalten. So, ich verabschiede mich jetzt aus dieser verlassenen Textilfabrik. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kann noch nicht mal mehr richtig sprechen, so tief gefroren bin ich. Macht's gut, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen. Und für alle, die den Anfang verpasst haben, heute Abend gibt es dieses komplette Live auf YouTube zu sehen. Den Link dazu gibt es in der Bio. Und es gibt heute Nachmittag oder spätestens morgen auch noch mal ein paar Kurzvideos hier aus dieser Fabrik auf TikTok zu sehen. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.